Hallo und herzlich willkommen im Wald. Noch ein letztes Video zum Thema Wolf, also ein letztes dieses Jahr zumindest. Das würde ich mir schon vornehmen, dass ich den Rest des Jahres da mal nichts mehr zum Wolf mache. Das haben wir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr ausführlich durchgekaut. Viele von euch sagen zwar, das stört sie nicht. Das glaube ich euch ja sogar, aber ich selber habe langsam keine Lust mehr auf das Thema und ich denke, den einen oder anderen, dem wird es jetzt auch mal genügen, ne, mit dem Wolf. So, aber es gab noch ein paar Fragen, die ich trotzdem noch gerne aufgreifen möchte. Eine Frage, die auch mehrfach kam, erstaunlicherweise hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die doch, dass das doch so vielen Leuten wichtig ist, also auch von unterschiedlichen Personen. Es gibt auch eine Person, die Frage schon mehrfach gestellt hat, aber es waren wirklich auch unterschiedliche Personen, ist, was ist, wenn ich mit dem Pferd unterwegs bin und dann kommt der Wolf? Es ist kein einziger Fall dokumentiert, dass ein Wolf auf ein Pferd springt, die Reiterin runterreißt und sie auffrisst. Ja? Also, ich will mich da ja gar nicht drüber lustig machen, aber wenn du auf dem Pferd hockst, dann bist du, was weiß ich, wie hoch das Pferd ist, wenn es ein normales Reitpferd ist und jetzt nicht unbedingt so ein Islandpferdchen, auch ein Riesenvieh. Du bist also so ein nicht gewaltiger Klumpen Biomasse, für den Wolf nicht klar zu erkennen, dass das jetzt zwei Tiere sind, die aufeinander hocken, sozusagen. Und der wäre völlig bescheuert. Das muss also dann schon ein entweder geistesgestörtes oder tollwütiges Tier sein, dass der auf die Idee kommt, sowas anzugreifen. Also hochgradig unwahrscheinlich, nicht unmöglich, weil es geistesgestörte und tollwütige Tiere rein technisch, theoretisch irgendwo geben könnte. Und je nachdem, wo du rumreitest, wenn es im Tollwutgebiet ist, wie gesagt in Deutschland, das hatte ich ja schon mehrfach betont, derzeit hochgradig unwahrscheinlich, dass hier ein tollwütiger Wolf auftaucht. Auch nicht 100% unmöglich, aber zu 99,9999 irgendwie sowas. Ne? Ja, und nur der wäre, ich sag jetzt mal, kaputt genug im Hirn, um auf die Idee zu kommen, so einen gigantischen Fleischberg aus Ross und Reiter angreifen zu wollen. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. So, was gibt es dazu zu Daten? Was sagt die Wissenschaft dazu? Nix. Und was gibt es an Daten? Nix. So. Und jetzt kannst du irgendwen anders, der sich mit dem Thema Wolf schon viel auseinandergesetzt hat, auch noch gerne nach einer Meinung fragen, aber wir wissen da nichts zu. Es gibt keine Zahl, mit der man irgendwie da irgendwas begründen könnte, weshalb man das eine sagt oder das andere, aber vorstellen kann ich es mir beim besten Willen nicht. Dass er vielleicht mal kommt und guckt, okay, aber dass der angreift, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. So, und kommen und gucken ist ja, wie wir inzwischen gelernt haben, für die Wölfe in Deutschland durchaus ein Verhalten, was nicht gleich Alarm auslösen sollte und noch recht normal, insbesondere bei jungen Wölfen, eben entsprechend ist. So, damit kommen wir dann auch schon zur zweiten Frage, die da lautet, was passiert, wenn ich mich zum Schlafen in den Wald lege und dann meinetwegen ein Tarp, also ein Planer, gespannte Planer als Dach, für diejenigen, die da jetzt nichts anfangen können mit dem Begriff. Und ich lege mich da gemütlich in den Schlafsack und natürlich guckt der Kopf raus und jetzt schlafe ich ein. Und jetzt kommt ein Wolf des Weges, liegt mich da, sieht mich da liegen oder riecht mich da liegen, je nachdem. Und nimmt mich da jedenfalls wahr und kommt jetzt an und will wissen, was ich da bin. Und jetzt liege ich da und schlafe tief und fest. Was soll den jetzt davon abhalten, mich zu beißen? Nix. Grundsätzlich nix. Gibt es dazu Daten? Ja, tatsächlich gibt es in den letzten 20 Jahren ziemlich genau, also in den letzten 19 streng genommen, gibt es exakt zwei Fälle, wo nachgewiesen worden ist, dass Wölfe jemanden im weiteren Sinn beim Schlafen angegriffen haben. Und ein dritter Fall, da haben sich die Wölfe über jemanden hergemacht, der sich gerade in einem Outdoor-Lager befunden hat. Da ist nicht ganz klar, ob der schon am Liegen war, wach war er jedenfalls, oder ob der einfach nur so im Lager gesessen ist. So, also insgesamt, ich sage jetzt mal drei Fälle. Gut, Fall Nummer 1, das war ein Pfadfinder, glaube ich.
Also so ein amerikanischer Pfadfinder, ein Scout, oder ich weiß auch nicht genau, wie man die jetzt nennt, aber sowas in diese Richtung. Zumindest war er in einem Lager von denen und hat sich da eben ohne alles unter freiem Himmel hingelegt und zu schlafen. Das war ein Junge, also wirklich noch ein nicht ausgewachsener. Und der hat sich einfach hingelegt und wollte da schlafen. Und das hat er auch. Und dann kam ein Wolf und hat ihm in den Kopf gebissen. Also, ja, ehrlich gesagt schon in den Kopf gebissen. War ein Biss, der Junge ist aufgewacht und hat entsprechend Zeta und Mordio, nachvollziehbarerweise, gebrüllt. Der Wolf ist geflüchtet, man hat dem Wolf nachgestellt und hat ihn kurz darauf erlegt und festgestellt, das war ein Tier, das eine Kopfverletzung hatte. Das muss also mal irgendwie vielleicht von einem Hirsch, von einem Elch oder sonst wie den Schädel zertrümmert bekommen haben und wahrscheinlich daraus resultierend war er entweder ein sehr schwacher, der war auch sehr schlecht genährt, schlechter Ernährungszustand, sehr krank, beziehungsweise sehr schwach, einfach physisch ein schwacher Wolf, der wahrscheinlich nicht in der Lage war, andere Beute zu machen. Das kann jetzt daran gelegen haben, dass er auch einen Hirnschaden im Sinne von verhaltensgestört, wahnsinnig, wenn man das so nennen möchte, gewesen ist. Vielleicht, das wissen wir nicht, das konnte man nicht nachvollziehen, nachdem er dann tot war. Es kann aber auch sein, dass er einfach dadurch eine Einschränkung von Geruchshöhe, Sehsinn und so weiter hatte und damit einfach ein schlechter Jäger gewesen ist oder sich nicht richtig bewegen konnte. Wir wissen nichts Genaueres, aber das ist halt eben auch in diesem Fall wieder ein Sonderwolf, kein normaler Wolf, sondern ein Spezialfall, der dann Menschen angefallen hat, wie es in vielen Fällen, wenn Wölfe Menschen anfallen, eben so ist. Bei den allermeisten sogar. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo es gesunde Wölfe ohne irgendwelche Auffälligkeiten gewesen sind, die jemanden angegriffen hätten. Gut, also das war Fall Nummer 1. Fall Nummer 2 war ein Paar, beziehungsweise nee, eine ganze Familie gleich, wie viele Kinder weiß ich nicht, die in einem Zelt übernachtet haben und des Nachts ist plötzlich auf einem Zeltplatz, wo noch andere Leute waren, auch ein Wolf aufgetaucht, der sich in das Zelt, ich sag mal, gekämpft hat, gebissen, gerissen, wie immer da genau reingekommen ist, ist auch wieder nicht genau geklärt. Der Vater hat versucht, der Familienvater hat versucht, den Wolf abzuwehren, wurde dabei in Arme und Hände gebissen, hat es aber soweit geschafft, den Wolf im Zaun zu halten, bis die anderen Leute aus den anderen Zelten angekommen sind und den Wolf mit Steinwürfen und Stockschlägen und Tritten und so weiter vertrieben haben. Auch dieser Wolf wurde kurz darauf erlegt und hat man festgestellt, es ist auch ein sehr krankes, schwaches Tier gewesen, vermutlich nicht in der Lage, andere Beute zu machen und daher dann halt eben auf die vermeintlich schwache oder aus Verzweiflung notwendige Beute Mensch aufmerksam geworden. So, und Fall Nummer 3, das ist derjenige, der im Lager überfallen worden ist, wo nicht genau geklärt ist, ob er jetzt nun lag, ob er geschlafen hat, ob er noch neben dem Kocherchen gesessen ist, irgendwie sowas, aber der wurde jedenfalls auch bei einer Trekkingtour angefallen. Der war geistesgegenwärtig genug, den Wolf mit dem Messer abzuwehren, woraufhin der Wolf dann verendet gefunden worden ist. Der Mann hat zwar auch Schäden davon getragen, aber vergleichsweise harmlos. Paar Bisswunden, also so ein bisschen was an Armen, am Arm oder an den Armen. Auch da hat man nichts Genaueres zu aufgeschrieben. Aber jedenfalls hat er den Wolf dann mit dem Messer so schwer verletzt, dass der erstens abgehauen ist und zweitens dann tot aufgefunden wurde. Und auch dieser Wolf ist ein sehr schwaches, vermutlich altes Tier gewesen, das auch auf alternative Beute nicht hat hoffen können. So, das heißt, aus diesen 3 Fällen, die da dokumentiert sind, geht hervor, dass das ein gesunder Wolf tut, wäre das erste Mal. Das heißt nicht, dass das unmöglich ist, aber das wäre das erste Mal. Hatten die Leute, bei denen das passiert ist, jeweils irgendwelche Sicherheitskehrungen getroffen? Vermutlich nicht besonders. Hätte es in dem Fall was geholfen, wenn man das Futter, die Nahrungsmittel an irgendeinen Ast gehängt hätte oder so? Wahrscheinlich nicht, weil es ja entsprechende Sonderfälle von Wolf auch gewesen sind. Generell wird empfohlen, aus der Linnell et al. Studie von 2002, dass man in Wolfsgebieten, bei Outdoor-Touren in Wolfsgebieten, sich quasi so verhalten soll, als wäre man auch im Bärengebiet unterwegs. Heißt, seine Lebensmittel am Baum hochziehen, ne? Einen Ast, eine Schnur mit einem kleinen Säckchen dran oder einem Stein drum gewickelt, über einen Ast werfen. Dann hängt die jetzt hier runter, wenn da oben ein Ast wäre über mir. Da ist auch einer, aber erst in 10 Meter Höhe oder so.
Und dann könnte man dann eben an dem Stein, der wieder runterkommt, dann was festbinden, beziehungsweise an der Schnur. Und dann sieht man, dass das halt so lange hoch und bindet die Schnur irgendwie hier hinten an den Baum. Und dann ist auch gut und dann hängt das da in der Luft und dann lockt es keinen Wolf mehr an. Des Weiteren soll man sein Essen weder verzehren noch zubereiten direkt am Schlafplatz. Gerne in einem Abstand von 100, 200 Metern zum Schlafplatz Essen zubereiten und verzehren. Einfach damit, wenn die Tiere von dem Geruch angelockt werden, sie nicht direkt vorm Zelt stehen. Und beim Abwaschen das Gleiche. Also abwaschen auch weit genug weg von dem Ort, wo man dann übernachten möchte. Oder wenn man ganz sicher gehen möchte, dann abwaschen erst am nächsten Tag unterwegs an irgendeinem Ort, wo man dann sowieso gleich weiterläuft und dann ganz, ganz, ganz woanders übernachtet. Ja, so. Das ist es im Prinzip, was man von offizieller Seite zu dem Thema sagen kann. Wer diesbezüglich Angst hat, kann selbstverständlich seinen Lagerplatz noch irgendwie absichern mit einem umlaufenden Stück Schnur, an dem so ein Taschenalarm beispielsweise hängt, eine Konservendose mit Steinen drin, die Krach macht, wenn sie runterfällt, sich irgendwie eine sogenannte Alarmanlage eben mittels umlaufender Schnüre bauen. Wölfe sehen im Dunkeln zwar ganz gut, aber wahrscheinlich würden sie da schon irgendwie reinlaufen, wenn sie sich dann dem Lager tatsächlich im Laufe der Nacht nähern sollten. Für diejenigen von uns, die einen sehr, unruhigen Schlaf haben, wenn sie im Wald übernachten, die schnell aufwachen, sollte klar sein, dass auf einem normalen Waldboden, also das Zeug mit dem Laub drauf, ne, sowas wie hier hinten, da kann sich, wenn es jetzt nicht gerade super fies geregnet hat und alles richtig schön nass und flatterig und weich und platt ist, kann sich auf trockenem Laub in dieser Auswirkung, wie sie hinten rumliegt, niemand anschleichen. Auch nicht ein Wolf. Vielleicht noch ein Luchs, der würde das aber nicht tun. Aber jedes Tier, das auf sowas rumläuft, macht gewisse Raschel-Raschel, Knusper-Knusper Geräusche. Und aktuell ist das Laub hier jetzt eben gerade nass. Also das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man jetzt denkt, man hört das immer, sobald jemand sich anschleicht. Nee, nur bei trockenem Laub auf dem Waldboden. Aber das ist auch was, worauf man achten kann bei der Lagerplatzwahl, dass man sich einfach einen Platz wählt, bei dem sich trockenes Laub auf dem Waldboden befindet, sofern es überhaupt gerade irgendwo trockenes Laub gibt. Wenn es das nicht gibt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber da ist es dann eigentlich fast unmöglich, dass sich irgendwer anschleichen kann, sofern ihr dann einen sehr unruhigen Schlaf habt. Wenn ihr tief und fest schlaft, dann wäre diese Alarmanlage eine Option. Dann theoretisch noch das Lagerfeuer über Nacht brennen lassen. Ja, wir dürfen uns inzwischen durchaus fragen, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, inwiefern Feuer oder die Angst vor Feuer bei Tieren, die so zivilisationsnah wie unsere Wölfe leben, ob das wirklich noch so ausgeprägt ist. Da muss man sich wirklich ein bisschen Gedanken machen. Bei normalen Wildtieren gilt ja seit Alexander von Humboldt damit die Jaguare ferngehalten hat, 1802, gilt, das hilft. Ja? Und das ist auch anzunehmen, dass das tatsächlich in den allermeisten Fällen auch heute noch helfen wird. Das haben damals auch die Ureinwohner von, sucht euch was aus, irgendwelche Ureinwohner von irgendwo, das ist in keinster Weise abwertend gemeint. Ich habe da großen Respekt vor allen, die wirklich so leben, wie die das teilweise sogar ja noch bis heute tun. Also in keinster Weise abwertend gemeint. Und auch die arbeiten mit Feuer, um wilde Tiere fernzuhalten. Und das scheint zu funktionieren in allermeisten Fällen. Jetzt ist es allerdings so, dass Verbrennungsprozesse mit entsprechendem Rauch, der entsprechend stinkt, für Tiere, die eine so empfindliche Nase haben wie ein Wolf, hier in unserem Industrieland, was die kennen. Das haben die garantiert schon wahrgenommen, schon gerochen. Die haben schon Auspuffwolken von irgendwelchen Nicht-Katalysatorfahrzeugen wahrscheinlich mal abgerochen, mitbekommen. Die sind schon hinter Schornsteinen gehockt, haben die Rauchwolke abbekommen, wenn der Rauch hinten in den Wald geweht worden ist. Sind vielleicht auch schon an erloschenen, noch qualmenden Lagerfeuern mal vorbeigelaufen. Kann man sich auch vorstellen. Haben sich das vielleicht mal angeguckt näher und haben möglicherweise festgestellt, das ist jetzt erstmal nicht besonders gefährlich. Dass ich da jetzt nicht die Nase reinstecken sollte, okay, aber muss ich sofort panisch wegrennen, wenn es irgendwo nach Rauch riecht? Da würden sie sehr, sehr viel
panisch am Wegrennen sein. Deshalb darf man vielleicht, aber das ist auch nur Spekulation meinerseits und wieder gibt es dazu keine Daten und es ist nur so eine Idee, mehr nicht. Und es ist auch als solche bitte nur zu bewerten. Könnte es sein, dass man sich auf den Schutz von brennenden und qualmenden Objekten nicht ausschließlich und 100%ig zwingend verlassen muss, kann man aber natürlich selbstverständlich trotzdem tun. Das ist auch immer so ein bisschen eine Charakterfrage. Ohnehin das Risiko, dass ein Wolf kommt und einen im Schlaf beißt, ist ja eh schon super, 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 super ultra gering. Wenn man jetzt aber einfach Spaß dran hat oder vom Charakter her so drauf ist, dass man eben dieses Risiko noch weiter verringern möchte, irgendwas, was brennt und qualmt über die Nacht, würde sicherlich zumindest einen kleinen bis hin zu einem sehr großen, das kommt auch wieder sehr auf die Situation eben an, Effekt ausüben. Allerdings ist es auch keine gute Idee, jetzt aus Angst vor dem Wolf irgendwie die ganze Nacht über ein Feuer zu betreiben. Wenn man zu fünft unterwegs ist und sich regelmäßig abwechselt mit der Feuerwache, wie man das aus alten Abenteuerfilmen, Western oder ähnlichem aus kennt, dass einer das Feuer bewachen muss und die anderen schlafen und man wechselt sich dann ab, du hast Wache, jetzt hast du Wache und so weiter und rüttelt sich dann regelmäßig aus dem Schlaf oder auch von alten Militärfilmen und so weiter, kennt man das ja sicher. Wäre das eine Option? Schon. Wahrscheinlich ja. Da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ein wildes Feuer machen in Deutschland in den allermeisten Fällen ohnehin nicht erlaubt ist. Dass man Angst vor dem Wolf hat, ändert daran wahrscheinlich auch nichts. Also rechtlich gesehen wird man nicht, glaube ich, nicht so durchbekommen. Wahrscheinlich nicht. Hängt vom Richter ab. Ja, das sind so die wesentlichen Möglichkeiten, also irgendwelche Alarmsysteme oder sonst wie. Das Thema mit dem Zelt, Zelten darf man übrigens bei uns normalerweise übrigens auch nicht. Einfach so zumindest nicht. Ein Zelt bietet einen gewissen Schutz, weil da muss ja durch das Zelt sich ein Wolf erstmal durcharbeiten. Das haben wir eben in dem Fall von der Familie, die angegriffen wurde, mitbekommen. Der Vater hatte zumindest noch genügend Zeit, seine Familie so dahingehend zu beschützen, dass nur er was abbekommen hat. Und die anderen in der Umgebung hatten auch entsprechend genügend Zeit, um zu Hilfe zu eilen und das Schlimmste zu verhindern, den Wolf dann zu vertreiben. Also heißt, ein Zelt, eine geschlossene Umhüllung um den Schläfer, ist schon ein gewisser Sicherheitsfaktor. In manchen Fällen wurde auch davon berichtet, dass die Raubtiere mit so einem Zelt nichts anfangen konnten. Das waren dann nicht immer Wölfe, das hat auch schon bei Jaguaren funktioniert. Das soll auch schon bei Löwen funktioniert haben. Aber das ist immer schwierig, sowas zu verifizieren, dass die davor Angst hatten. Aber es gibt jedenfalls diverse Berichte von Wildnisreisenden, die das Gefühl hatten, dass ihr Zelt von den sie umkreisenden Tieren, die potenziell gefährlich sein könnten, erstmal als seltsames Hindernis wahrgenommen worden ist und denen dann doch nicht koscher war und sie dann wieder abgehauen sind. Ich sag mal so, schaden kann's nicht. Ein Zelt lockt jetzt keine Wölfe an. Das ist auch so einfach, vielleicht auch als internationaler Tipp zu verstehen und jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen. Kann nicht schaden, wenn man da noch irgendwie eine zusätzliche Hülle zwischen sich und das Raubtier bringt. Und wenn die zerreißt, wacht man wahrscheinlich, also ich zum Beispiel würde mit Sicherheit aufwachen, dann entsprechend auch, Ja, vielleicht noch ein letztes zu dem Thema. Wer mag, kann sich natürlich auch vorm Schlafengehen dann irgendwelche Abwehrgegenstände noch griffbereit hinlegen für den Fall, dass man aufwacht und dann ist tatsächlich jemand da, der einem Böses will und vier Pfoten hat. Das kann sein, Stock, spitzer Stock, Knüppel, also wirklich ausgewählt gut zu kloppender Stock, mit dem man gut kloppen kann, so rum. Messer, Axt, ein handlicher Stein, Faustkeil oder sowas, Pfefferspray, Hightech-Pfeffergeschosswaffen, die da was weiß ich was verschießen, Schreckpistole kann auch helfen, sucht euch was aus. Echte Schusswaffen, wer hat, ne? Und wer darf, vor allen Dingen, wäre vielleicht auch nochmal wichtig hinzuzufügen.
Das mir fällt mir zu dem Thema auch nicht wirklich ein. Das sind halt so die allgemeinen Sachen, die man bei jedem Wildtier, wenn man in einer Wildnis mit potenziell gefährlichen Wildtieren, das gilt auch für Bären, entsprechend übernachten möchte, sind das so die generellen Tipps und Möglichkeiten, die einem da zur Verfügung stehen. Das Einzige, was noch sicherer ist, da nicht übernachten. Nicht da sein, beste Abwehr. Ja, da es wahrscheinlich sowieso wieder in den Kommentaren steht, was ist mit folgenden Geräten? Eine Stroboskop-Taschenlampe, also eine mit dem Strobo-Modus, die dann ganz schnell in Folge ein aus, kurze Lichtblitze verschießt, um damit quasi das Sehvermögen eines Angreifers zu verwirren und zu stören. Wirkt das auch beim Wolf? Naja, so wie so ein Ding halt wirkt, schon. Der sieht dann auch schlechter. Wird ihn das davon abhalten, einen zu beißen? Keinen Schimmer, das hat noch nie jemand ausprobiert, der darüber berichten könnte. So, dann das Thema Lärm, also irgendwelche Hörner, Fittrillerpfeifen, Taschenalarme, sonst was. Verwendet man schon seit längerem in der Wolfabwehr mit Bewegungsmeldern und an Herden Schutzzäunen. Sprich, wenn sich der Wolf einer Herde was auch immer nähert, dann soll da der Alarm losgehen und entsprechend durch Lärm und übrigens auch durch entsprechende Licht, Strobo und so weiter und so fort, Geschichten den Wolf vertreiben. Erfahrungsgemäß funktioniert das ein paar Mal, bis sie dann gelernt haben, dass ihnen dabei außer Lärm und Licht nichts passiert, und danach interessieren sie sich dafür nicht mehr. Also die Kombination aus beiden im krassen Umfang vertreibt zumindest ein paar Mal einen Wolf, der das noch nicht kennt. Das ist so die Erfahrung, die man dazu machen kann, muss aber nicht zwingend funktionieren. Und dann auch oft genannt Böller. Naja, man müsste halt die Zeit haben, dann das Ding rauszukramen, gemütlich anzuzünden, zu werfen, und dann muss der noch hochgehen. Ob das dann einen Effekt hat, ist halt auch die Frage. Dafür müsste der Wolf erstmal gelernt haben, dass ein lauter Knall gefährlich ist. Erschrecken tut er sich davon bestimmt erstmal, rennt dann vielleicht ein bisschen weg. Aber was hält ihn davon ab, dann nochmal wiederzukommen? Deshalb, da wäre ich auch. Kann man natürlich machen, selbstverständlich, aber ja. Kann funktionieren, aber muss auch nicht zwingend. Ne? So, weitere Beispiele, ähnliche Überlegungen, bitte einfach gerne selber anstellen. Das bringt uns dann zur letzten und mit Abstand häufigsten Frage: Was ist, wenn ich einen Hund dabei habe? Gilt das auch für Spaziergänger mit Hund, was ich bisher so erzählt habe? Was gibt es da für Sonderfälle wegen dem Hund? Und dazu erstmal der große Disclaimer, um mich gleich mal abzusichern. Wir wissen dazu kaum was. Auch da gibt es jetzt ähnlich wie bei den Wölfen, der des Nachts jemanden im Lager beißt, eine Handvoll Fälle, wo schon passiert ist, dass der Hund, ich sag jetzt mal, eskalationsverstärkend gewirkt hat. Eine Handvoll Fälle über die Welt verteilt, größtenteils in Ländern, in denen überhaupt mit Hund spazieren gegangen wird. Das gibt es ja auch nicht überall. Das macht der westliche Kulturkreis, sprich USA, Kanada, Frankreich natürlich, ganz Mitteleuropa gibt es sowas. Aber in Indien gibt es das zum Beispiel jetzt eher weniger. Und ne, ja, kommt auch darauf an, wo man mit dem Hund spazieren geht. Läuft man zum nächsten Laternenmast, läuft man in den nächsten Stadtpark, in den nächsten Sandkasten auf dem Kinderspielplatz. Hoffentlich nicht. Oder halt wirklich tatsächlich durch den Wald oder durch die Heide im Fall von Niedersachsen und im Fall von konkreten Fällen, wo eben schon was passiert ist. Der prominenteste Fall dazu ist bestimmt Kurti, einer der Wölfe, die einen Namen bekommen haben, weil sie eben auffällig gewesen sind und man viel von ihnen mitbekommen hat. Kurti ist dann auch entnommen worden, eben weil er einen Hund angegriffen hat. Er hat allerdings nur den Hund angegriffen, nicht den dazugehörigen Hundehalter, der auch anwesend gewesen ist. Oder waren es zwei Hundehalter? Das kriege ich auch nicht mehr ganz zusammen, ob es ein Pärchen mit Hund gewesen ist oder ein Mann mit Hund. Tatsache ist jedenfalls, dass das spätestens das den Ausschlag gegeben hat, dass Kurti als Problemwolf zu entnehmen ist. So, das hat dann auch funktioniert und Kurti ist, glaube ich, jetzt irgendwo in einem nicht ganz unprominenten Museum. Steht er bei uns in Karlsruhe? Ich glaube schon. Jedenfalls ist er in irgendeinem nicht ganz unprominenten Museum ausgestellt, im ausgestopften Zustand.
Ja, und die anderen Fälle weltweit. Es gab zum Beispiel mal einen Campingplatz, beziehungsweise so einen Lagerplatz, ich weiß nicht, ob man das Campingplatz nennen kann, mehr oder weniger in der Wildnis in den USA, wo immer wieder Leute mit Hunden auch anwesend gewesen sind. Wie wir heute wissen, muss sich das wohl mitten in einem Wolfsrevier befunden haben. Gar nicht so weit weg, wahrscheinlich von manchen der Wurfhöhlen, die die genutzt haben, sind oft mehrere. Muss nicht, aber sind oft so. Und dadurch haben sich die Wölfe wohl von den anwesenden Hunden auf diesem Campingplatz zum Teil provoziert gefühlt, weil Hunde für Wölfe halt eben riechen wie andere Wölfe. Es sind ja streng genommen auch andere Wölfe, die sind ja miteinander fruchtbar fortpflanzungsfähig. Das heißt, streng genommen ist ein Wolf und ein Hund dieselbe Art nach dem Biospezieskonzept zumindest. Und auch wenn sie sich dann teilweise sehr unterschiedlich aussehen. Aber technisch gesehen sollte eigentlich jeder Hund mit jedem Wolf und umgekehrt fruchtbare Nachkommen haben können. Ne? Also Züchtungen zwischen Wolf und Hund sind jederzeit möglich. Vielleicht hat auch das zum Teil, wenn da läufige Hündinnen oder dabei gewesen sind, den einen oder anderen Wolfsrüden angelockt. Und auch das ist ein Szenario, was wir natürlich auf unsere Breitengrade noch übertragen können. Aber was nochmal zurück zu diesem Lager, was ist da so passiert? Naja, in vielen Fällen wurden die Wölfe auch positiv aufgenommen und von den Menschen im Lager eben als oh toll, ein Wolf, ein edles Wesen, so in diesem Stil behandelt. Zum Teil wurden sie sicherlich auch gefüttert, mindestens heimlich. Und ja, eskaliert ist das Ganze dahingehend, dass dann auch Hunde getötet wurden, mehrfach. Es aber auch wohl zu Paarungen gekommen ist, heimlich. Und auch mal ein Mensch angefallen wurde, der versucht hat, seinen Hund entsprechend zu verteidigen. Da gibt es also ganz viele verschiedene Fälle, immer im gleichen Lager, immer mit dem gleichen Wolfsrudel bzw. der jeweiligen Zusammensetzung. Das hat sich über Jahre zugetragen. Näheres dazu könnt ihr dann in einem unten verlinkten Dokument nachlesen, für diejenigen, die das genauer wissen wollen. So, und jetzt gibt es da verschiedene mögliche Szenarien, die wir mal durchkauen können. Wölfe können, je nachdem was für Wölfe und in welcher Konstellation, unterschiedlich auf die Anwesenheit eines Hundes reagieren. Dann kommt es halt auch nochmal darauf an, von wem und von wie vielen dieser Hund begleitet wird. Ne? Oder wie viele Hunde mit wie vielen Menschen und so weiter und so weiter. Mögliche Szenarien reichen eben von ignorieren bis hin zu auffressen. Das ist das, was theoretisch denkbar wäre. So, da wir in Deutschland mit Sicherheit viele Spaziergänger mit Hund haben und wir inzwischen auch, darf man schon so sagen, viele Wölfe haben, wird es in dem Regelfall sicherlich schon ganz oft vorgekommen sein, dass mit Mensch-Hund-Kombi ein Wolfsgebiet, ohne es zu wissen, durchquert wird. Die Wölfe das aber schon gewohnt sind und wissen, wenn sie Hund und Mensch am gleichen Ort zusammen riechen, dann ist das im Prinzip nur wieder so ein komischer Spaziergänger, der auch nichts anderes macht als ein Spaziergänger ohne Hund. Er läuft sinnlos von A nach B und verschwindet dann wieder aus dem Wald und dann ist er weg. Das heißt, dem muss keine große Aufmerksamkeit entgegengebracht werden und ob der jetzt zusätzlich noch einen Hund dabei hat oder nicht, das ändert ja nichts am Resultat, dass der sinnlos von A nach B läuft und dann wieder weg ist. Wenn der Hund frei rumläuft, ist wieder ein anderes Thema, aber dazu kommen wir noch. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Hund entweder angeleint oder so gut erzogen ist, dass er tatsächlich bei Fuß und auf dem Waldweg oder kurz daneben, so irgendwie 2-3 Meter, 5 Meter von mir aus, bleibt. Ja? So, das wird der Regelfall sein. Und sollte es mal was anderes sein, das sind dann die Spezialfälle und auf die kommen wir jetzt aufzusprechen. Nämlich potenziell wäre es möglich, wenn sich in einem Wald ein territoriales Einzeltier befindet. Das muss nicht zwingend ein Rüde sein, möglich wäre auch eine Fähe, also eine weibliche Wölfin, die da erstmal in einem Gebiet zwar bleibt und hier gerne ein Rudel gründen möchte, dafür allerdings natürlich noch einen Partner bräuchte. So, und jetzt kommt ein Hund mit oder ohne Herrchen in den Wald und wenn der jetzt eben dann frei rumläuft und im Gebüsch verschwindet und da hockt schon die Wölfin und ist allerdings gerade der Meinung, dass Fortpflanzung eine gute Idee wäre und besagter Hund ist ein Rüde und kann ihr da weiterhelfen, dann kann es auch zu einer romantischen Begegnung zwischen Hund und Wolf durchaus kommen und das ist so in der Vergangenheit eben auch passiert, übrigens häufiger, als dass es Angriffe auf Hunde gegeben hat.
Vermutlich, vermutlich zumindest. Auch da haben wir keine genauen Zahlen. So, andersrum, das andere Szenario wäre, wenn es sich nicht um ein territoriales Einzeltier auf Wolfebene, sondern um ein etabliertes Rudel handelt, das um seinen Lebensraum fürchtet und sein Revier verteidigt gegenüber anderen Hunden, beziehungsweise Hundeartigen. Wölfe verteidigen grundsätzlich ihr Revier gegenüber jedem anderen Kaniden, also sprich gegenüber dem Fuchs, gegenüber, da wo es ihn gibt, dem Marderhund, wie wir inzwischen schon festgestellt haben, gegenüber dem Goldschakal und anderen Schakalen, sofern es da Überschneidungen gibt. Ja, also die mögen keinen anderen, der aussieht wie ein Hund, weil sie davon ausgehen, dass der Ähnliches frisst wie sie. Und damit haben sie ja auch nicht ganz Unrecht bei den ganz kleinen Tieren wie eben dem Fuchs oder dem Goldschakal, der ist ja auch nicht besonders groß. Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so reagieren Wölfe dann durchaus mal ganz gerne. So, und wenn dann ein Hund, also ein Haushund in der entsprechenden Größenkategorie zwischen Fuchs und Wolf selber im Walde rumrennt, dann kann es schon sein, dass der eben als möglicher Nahrungskonkurrent wahrgenommen wird, als Eindringling im eigenen Revier. Wenn er sich dann auch noch, ohne das zu wissen, der Wurfhöhle nähert, wo der Nachwuchs bewacht wird, dann sind die Chancen, dass er dabei getötet wird, relativ hoch. Sollte es tatsächlich zu eben so einem Zufallsszenario kommen. Ja? Und dafür müsste der Hund schon wirklich komplett frei durch den Wald laufen, weil die Wölfe werden nicht direkt an irgendeinem Waldweg, worauf ein normaler Waldspaziergänger rumläuft, ihre Wurfhöhle anlegen. Das heißt, dann wären sie schon sehr schlechte Wölfe, wenn sie das tatsächlich tun würden. Ja? Also das kann auch sein. Und da sehen wir jetzt schon den Unterschied, sind wir im Gebiet von einem territorialen Einzelwolf oder eben von einem Rudel unterwegs. Bei Pärchen ist es irgendwo so dazwischen. Die werden sich erstmal ein bisschen zurückhalten, bis sie dann Welpen zu verteidigen haben. Wenn sie welche zu verteidigen haben, sind sie grundsätzlich aggressiver, kann man mal grob so sagen, als wenn sie eben keine zu verteidigen hätten. Aber sicherlich ist eben das häufigste und wahrscheinlichste Szenario, dass sie einfach gewohnt sind, dass Mensch mit Hund bei ihnen vorbeiläuft und daher gar nichts groß passiert. Und deshalb können wir auch nicht wirklich sagen, und auch die Zahlen geben das nicht her, dass das Mitführen eines Wolfs grundsätzlich das Risiko einer Wolfsbegegnung erhöht. Ich habe sowas in der Vergangenheit zwar schon mal gesagt, aber ich würde es dahingehend revidieren, dass das Risiko einer der Wolf entdeckt uns Situation, das steigt mit Sicherheit. Ja? Also dass die Chance besteht, dass die Wölfe mal nachgucken kommen, was läuft da jetzt für einen Artgenosse, mehr oder weniger mit Mensch in ihrem Revier rum und sie zumindest mal schauen, ist das in Ordnung, ist die Situation klar, ist das möglicherweise gefährlich, muss man da einschreiten, muss man da nicht einschreiten. Das kann im Hintergrund sicherlich häufiger passieren, als wenn man ohne Hund unterwegs ist. Aber dass die Wölfe dann vermehrt sichtbar werden und vermehrt zum Angriff übergehen und solche Späße, das lässt sich einfach mit Zahlen nicht belegen. Kann sein, muss nicht sein. Hunde alleine allerdings, ne, also entweder sehr weit vom Hundehalter entfernt oder tatsächlich frei in der Landschaft rumlaufend, das soll es ja auch schon gegeben haben, die sind sicherlich einem erhöhten Risiko, bei etablierten Rudeln getötet zu werden, ausgesetzt. Und bei territorialen Einzelwölfen, die noch nach einem Partner suchen, dass sie dann halt entweder schwanger heimkommen oder für die Schwangerschaft einer Wölfin verantwortlich sind, je nach Geschlecht. Das kann schon dann noch ganz gut passieren. So, und jetzt wollt ihr sicherlich noch wissen, wenn ich jetzt mit dem Hund im Wald unterwegs bin und jetzt kommt ein Wolf, was mache ich dann? Hund an die kurze Leine nehmen, Hund bei Fuß halten. Das berühmte Video der rumschreienden Frau, dann wissen, glaube ich, viele, was gemeint ist, die macht das im Grunde schon ganz richtig. Dass sie etwas in Panik gerät, wie gesagt, das will ich ihr nicht vorwerfen, das habe ich schon in anderen Videos erklärt, das will ich überhaupt niemandem vorwerfen, dass er in so einer Situation nicht besonders ruhig bleibt. Das ist ja auch nichts zum Ruhigbleiben. Ich werde auch nicht unbedingt ruhig. Und ja, Hund bei Fuß halten, gucken, dass Hund eben nicht auf den Wolf zurennt. Man weiß ja nicht, möglicherweise sind da Paarungsabsichten irgendwie, die eine Rolle spielen. Ja, in dem Fall würde dem Hund wahrscheinlich nichts passieren. Aber man möchte das dann vielleicht ja doch nicht und man weiß es nicht, ob nicht doch auch aggressive Hintergedanken eine Rolle spielen. Sobald man den Hund rennen lässt,
könnte es dann eben dazu kommen, dass der dann getötet wird. Hält der Wolf Abstand zu Hund und Mensch, dann hat er noch einen gewissen Respekt. Dann sollte man eben versuchen, wie wenn kein Hund dabei wäre, den Wolf zu vertreiben, sich groß machen, Wolf anschreien, Zeug nach dem Wolf werfen und so weiter. Und wenn er sich dann zurückzieht, ist gut. Und wenn nicht, dann muss man halt irgendwie gucken, wie man dann da reagiert. Da könnte man theoretisch, wenn das ewig lange dauert, der Vorgang, und man nicht allzu weit weg ist von einem Ort, wo Hilfe zu erwarten wäre, auch einen Anruf tätigen und dann einfach Leute zur Unterstützung rufen oder halt eben was zur Wolfabwehr dabei haben. Aber den Hund jedenfalls als Waffe einzusetzen, ist grundsätzlich keine so wirklich, wirklich gute Idee. Ich hätte noch einen abschließenden Gedanken zu der Sache mit dem, dass der Hund garantiert Hackfleisch aus dem Wolf macht. Fraktion, also die Leute, die davon überzeugt sind. Dazu vielleicht noch der Hinweis, stellt euch mal, wenn wir das auf den Menschen übertragen, einen Muckibudengeher durchtrainiert, hier mit Mordsoberarm und total fit und kann auch weit laufen und so weiter und so fort. Schon Supersportler, Prachtexemplar des Adonis, der durch den Wald läuft vor. So, und grundsätzlich könnte man jetzt schon meinen, der sei gefährlich. So, und jetzt begegnet dem irgend so ein dünner 1,70 Shaolin-Mönch. So ein kämpfender Shaolin-Mönch, so ein richtig krasser. So, jetzt mag der eine, der Muckibudenmann, ja, der mag ja Muckibudenmann sein, aber der andere ist halt sein Leben lang nichts anderes gewesen als sich Klopper. Ja, und würde man, also ich würde auf den Shaolin-Mönch wetten. Ich weiß nicht, ich würde wirklich definitiv auf den Shaolin-Mönch wetten. Ja, und so kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Selbst wenn der Hund in einem physisch guten Zustand ist, ohne jede Kampferfahrung, das war mir jetzt einfach nochmal kurz wichtig, dieses Beispiel noch schnell zu bringen. Abschließend noch ein letztes. Macht euch bitte nochmal klar, bevor mir hier jetzt irgendjemand in Panik gerät. Natürlich gibt es ein Risiko, je nachdem wo ihr rumlauft, dass es zu einer Eskalation mit dem Wolf kommt. Das will ich ja auch gar nicht wegreden. Es gibt eins, aber die bisherigen Zahlen weisen eben darauf hin, dass es sehr, 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 sehr gering ist. Mit zunehmender Wolfsdichte in Deutschland wird es weiter ansteigen. Dann ist es noch sehr, sehr, sehr gering. Ich hoffe, ich habe es ein sehr weggelassen. Aber ja, vielleicht wird es irgendwann auch nur noch sehr gering sein oder irgendwann vielleicht auch nur noch gering, das wissen wir nicht. Das werden wir abwarten müssen. Die Zeit für Panik und aus meiner Sicht zumindest die Zeit, gar nicht mehr in den Wald zu gehen, auch nicht mit Hund oder nur in großen Gruppen, die ist, glaube ich, noch nicht erreicht. Ja, aber selbstverständlich liegt es jedem selbst, da individuell eine Entscheidung zu treffen und jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis, ein anderes Sicherheitsgefühl und das ist selbstverständlich auch in Ordnung, wenn ihr sagt, nö, ich gehe ohne Verstärkung sozusagen schon nicht mehr vor die Tür. Dann ist das so. Ja? Aber empfehlen würde ich das auf keinen Fall. Das ist es jetzt aber wirklich gewesen. Damit haben wir das Thema Wolf dann hoffentlich, wie gesagt, für dieses Jahr abgehandelt. Ich bedanke mich, hoffe, es war noch mal ein bisschen was Informatives dabei und wünsche viel Glück beim nächsten Waldbesuch. Ja, nee, macht's gut.